Hallo, schön, dass du zu einer neuen Folge des KHM Pflegepodcast eingeschaltet hast. Heute spreche ich mit Conny Rössler über das spannende Thema Arbeit mit Menschen mit Borderline-Störung. Hallo Conny, ich freue mich, dass du heute da bist und deine Erfahrungen mit uns teilen wirst. Vielleicht möchtest du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellen. Also, wer bist du und was machst du hier in der Klinik? Ja, hallo Jonathan, mein Name ist Conny Rössler und ich arbeite seit 2007 in der psychotherapeutischen Abteilung der Klinik Hohermark. Meinen Abschluss als Krankenschwester habe ich 1991 gemacht und bin direkt im Anschluss in die psychiatrische Arbeit eingestiegen. Angefangen habe ich in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, bin dann über Akutstationen und suchttherapeutischen Bereich in der Psychosomatik-Psychotherapie gelandet. In all diesen Bereichen sind mir immer wieder Menschen begegnet, die massive Schwierigkeiten hatten mit der Emotionsregulation und damit auch mit der Beziehungsgestaltung. Diese Menschen haben mir gegenüber, aber auch in mir, so unterschiedliche Gefühle ausgelöst und auch im Team für ganz unterschiedliche Reaktionen gesorgt, dass ich irgendwann angefangen habe, mich mit diesem Phänomen etwas intensiver auseinanderzusetzen. Wichtig für den Anfang ist mir zu sagen, dass ich auf einer Psychotherapiestation arbeite und alles, was ich jetzt hier beschreibe, sich auf diese Arbeit bezieht. Sicherlich sind die Voraussetzungen auf einer Akutstation bzw. auf einer geschützten Station ganz anders. Das nächste ist, dass ich vieles von dem, was wir machen, etwas vereinfacht darstellen werde, weil ich nicht möchte, dass die Verständlichkeit dieses Podcasts durch Fachbegriffe erschwert wird. Außerdem arbeite ich derzeit auf einer reinen Frauenstation, sodass ich hier überwiegend von Frauen und betroffenen Frauen spreche. Genau, und zum Glück ist in den letzten Jahren viel passiert im Verständnis um dieses Störungsbild. Es ist heute als Traumafolgestörung anerkannt, was hilft, die Betroffenen aus der Stigmatisierung zu befreien. Und was ich noch sagen möchte, was mir ganz wichtig ist, ich habe große Freude an der Arbeit mit den betroffenen Personen, weil es sehr kreative Menschen sind und die, wenn sie sich auf die Therapie einlassen, durchaus sehr profitieren können und sich auch sehr dankbar zeigen. Vielen Dank für deine kurze Vorstellung. Ja, wir wollen in die Thematik noch ein bisschen weiter eintauchen. Wenn man in der Bevölkerung den Begriff Borderline, man spricht heute ja von der emotional instabilen Persönlichkeit vom Borderline-Typ, hört oder liest, fällt häufig der Begriff selbstverletzendes Verhalten. Was kann man sich denn genau darunter vorstellen und warum machen betroffene Menschen das? Man muss unterscheiden zwischen selbstverletzendem Verhalten und Hochrisikoverhalten. Zum selbstverletzenden Verhalten gehört zum Beispiel Schneiden oder Kratzen oder Verbrennen. Und die Definition lautet, nicht tödliche, aber absichtlich selbstverletzende Handlungen, die zu Gewebeschäden, Krankheit oder Todesgefahr führen. So wie jede Einnahme von Substanzen oder Drogen über eine verschriebene Menge hinaus mit der eindeutigen Absicht, eine körperliche Schädigung herbeizuführen. Zum Hochrisikoverhalten gehört zum Beispiel riskantes Autofahren, Aufsuchen von gefährlichen Situationen, Eingehen von sexuellen Kontakten etc. Und meist geht es darum, eine innere Anspannung zu regulieren, einem inneren Schmerz etwas entgegenzusetzen oder aber schlicht sich zu spüren, was über normale Aktivitäten kaum gelingt. Manchmal geht es auch darum, sich unbewusst zu beweisen, dass man bestimmte Situationen heute meistern kann. Ja, danke für die Unterscheidung an dieser Stelle. Ist dieses selbstverletzende Verhalten eigentlich ein Symptom, das jede Person mit dieser Störung vorweist? Und wie geht ihr in der Pflege damit um, wenn jemand den Druck verspürt, sich selbst verletzen zu wollen oder vielleicht auch zu müssen oder sogar im stationären Setting sich selbst verletzt? Mir wurde kürzlich mitgeteilt, dass 85% der Betroffenen selbstverletzendes Verhalten zeigen. Bei ca. 40% beginnt das schon im Grundschulalter. Wir bieten auf Station ein sogenanntes Fertigkeitentraining an und hier sollen die Patientinnen lernen, möglichst frühzeitig Signale wahrzunehmen, die darauf hinweisen, dass die innere Spannung steigt. Dazu teilen wir die Spannung in drei Bereiche wie eine Ampel ein und erarbeiten mit ihnen Dinge, sogenannte Skills, die kurzfristig helfen und langfristig nicht schaden.
um die innere Anspannung zu senken. Und das können zum Beispiel Körperübungen sein oder aber auch starke Reize wie Coolpacks oder Massageringe oder Düfte. Wenn es doch einmal dazu kommt, dass sich jemand auf Station selbst verletzt, muss die Patientin eine Verhaltensanalyse schreiben, in der sie aufzeigt, was dazu geführt hat, dass sie sich selbst verletzt hat, was verhindert hat, dass sie sich Hilfe geholt hat und was sie in Zukunft anders machen möchte. Gleichzeitig erhält sie ein Signal, welches ihr verdeutlichen soll, dass sie durch dieses Verhalten ihre Therapieziele und ihre Therapie allgemein aufs Spiel setzt und dass sie sich quasi selbst entlässt, wenn sie dieses Verhalten nochmal zeigen sollte. Aber wir haben wirklich gute Erfahrungen gemacht, mit den Patientinnen Verträge abzuschließen, in denen sie sich verpflichten, auf selbstverletzendes Verhalten zu verzichten. Und wichtig ist noch zu sagen, dass wir versuchen, jeden Vorfall individuell im Team zu betrachten und nicht aus der Emotion heraus zu handeln. Es löst ja immer wieder was aus bei den verschiedenen Teammitgliedern, wenn sich Patienten selbst verletzen. Das geht über Fürsorge hin bis zu Wut und Ablehnung. Und da ist es wichtig, dass man darüber spricht und dass alles da sein darf, dass aber auch alles hinterfragt werden darf und dass man nicht aus der Wut heraus jetzt die Patientin spontan entlässt, aber auch nicht aus der Überfürsorge heraus alles durchgehen lässt, was die Patientin sich antut. Ja, solche Situationen sind natürlich immer wieder herausfordernd. Was ist denn für dieses Störungsbild noch so charakteristisch? Also zu den Diagnosekriterien gehören neben selbstverletzendem Verhalten und Suizidalität ja noch 7 weitere, die, wie ich finde, deutlich machen, was so charakteristisch ist an den Betroffenen. Wobei mir immer wieder wichtig ist zu sagen, dass es nicht den Borderliner oder die Borderlinerin gibt, sondern dass jede Betroffene so individuell ist wie du und ich. Wenn wir jetzt aber nach charakteristischen Zügen schauen wollen, würde ich nochmal anführen, dass die Instabilität in Beziehungen, so nach dem Motto, ich hasse dich, verlass mich nicht, gestaltet wird bzw. erlebt wird. Sehr intensive Beziehungen, was aber sehr schnell kippen kann. Oder die Instabilität von Gefühlen. Es wird sehr schnell zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt gewechselt und oft kann eben auch Wut nur sehr schwer kontrolliert werden. Oder viele Betroffene leiden unter einem andauernden Gefühl der inneren Leere. Ich glaube, das ist übrigens das am schwierigsten Nachvollziehbare, dass irgendwie nichts und niemand das füllen kann. Oder was auch charakteristisch ist, dass die Betroffenen oft gar nicht wissen, wer oder was sie sind und was sie eigentlich so ausmacht. Und häufig kommt es auch zu dissoziativen oder paranoiden Erleben. Viele Patientinnen und Patienten haben in ihrer Biografie ja oft schlimme, traumatische Dinge erlebt. Wie geht man als Pflegefachperson damit um und gibt es da auch Gesprächs- oder Unterstützungsangebote? Es ist ja oft so, dass die schlimmen Erfahrungen aus der Vergangenheit Auswirkungen auf das Erleben heute haben und somit die Reaktionen auf bestimmte Auslöser beeinflussen. Unsere Angebote zielen darauf ab, dass die sogenannten Brücken in die Vergangenheit erkennbar werden und letztlich geschlossen werden sollen. Also wenn ich den Auslösereiz einer bestimmten Situation, jemand hat mich auf eine bestimmte Art und Weise beispielsweise angeschaut, erkenne und auch erkenne, aufgrund welcher Erfahrung ich den Blick wie interpretiere, zum Beispiel bevor ich von meiner Lehrerin angeschrien wurde, hat diese mich böse angeschaut und der Blick erinnert mich daran, gelingt es den Patientinnen vielleicht besser, die gegenwärtige Situation anders zu interpretieren. Also die Pflegekraft ist möglicherweise konzentriert bei der Arbeit und hat deswegen einen, sagen wir mal, intensiven Blick, ist mir aber ansonsten ganz zugewandt und dann somit meine mögliche gut gelernte Schutzreaktion, ich kann die Person sowieso nicht leiden, ablegen kann. Und dabei unterstützen wir die Patientin beispielsweise mit der Hilfe von Situationsanalysen oder Protokollen, in denen sie ihre eigenen Gedanken oder Reaktionen beispielsweise aufzeigen und erkennen können, was eigentlich dazu führt, dass sie in bestimmten Situationen immer wieder die gleichen Überzeugungen haben. Es gibt im Umgang mit Menschen, die an einer Borderline-Störung leiden, ja immer wieder Unsicherheiten, vor allem für Kolleginnen und Kollegen, die neu in der psychiatrischen Pflege arbeiten.
Gibt es hier vielleicht ein paar Do's oder Don'ts? Also gibt es da Tipps, was man Sinnvolles tun kann und was man besser auch vermeiden sollte? Das ist die am schwierigsten zu beantwortende Frage, weil der Umgang mit Betroffenen ja auch individuell unterschiedlich ist von Pflegekraft zu Pflegekraft. Wenn ich aus meinem eigenen Werdegang Rückschlüsse ziehen würde, möchte ich das eventuell so zusammenfassen. Nimm es nicht persönlich. Also wenn eine Patientin plötzlich spröde auf dich reagiert, denk nicht sofort, die ist ja doof oder schwierig oder so, sondern biete an, ins Gespräch zu kommen. Was ist passiert, dass sich ihr Verhalten dir gegenüber verändert hat? Und wenn dann was kommt, wie zum Beispiel vorhin beschrieben, sie gucken immer so böse, oder sie sind so streng oder sie sind gar nicht für mich da oder irgendwie sowas, dann frag sie, woran sie das erinnert oder ob es noch andere Möglichkeiten gibt, das zu interpretieren oder zu deuten. Das nächste, wo ich darauf achten würde, ist, sich nicht von der Idealisierung einfangen zu lassen. Oft gibt es Patientinnen, die einem sagen, man sei die Einzige, die wirklich zuhört oder die Einzige, bei der man wirklich Hilfe bekommt oder die Erste, die wirklich versteht, was die Patientin sagt. Und das ist besonders am Anfang, wenn man neu ist in diesem Bereich, sehr verführerisch, das anzunehmen und hinzunehmen. Und das fühlt sich ja auch immer gut an. Wichtig, glaube ich, ist in dem Moment wirklich auch zu sagen, dass alle anderen im Team auch gute Fähigkeiten haben und gute Therapeutinnen, Therapeuten, Pflegekräfte sind und dass man bei jedem was anderes lernen kann. Und auch hinzuweisen, dass es mit Sicherheit mal Schwierigkeiten geben wird in der Beziehung und dass das dann aber die Dinge sind, an denen beide wachsen und lernen können und dass das eine wichtige Erfahrung sein kann. Und ja, dass Missverständnisse dazu dienen, zum Beispiel auch zu lernen, dass man Konflikte aushalten, austragen kann, ohne dass die Beziehung kaputt geht. Was ich noch wichtig finde, ist, dass man aufpasst, sich nicht zur Geheimnisträgerin machen zu lassen. Wenn also eine Patientin einem sagt, sie hätte zum Beispiel selbstverletzendes Verhalten durchgeführt, aber man solle das auf gar keinen Fall im Team erzählen, weil sonst würde sie ja entlassen werden oder würde andere Strafen bekommen. So empfinden das die Patienten ja häufig. Finde ich, ist es wichtig, ihr zu sagen, nee, das wird im Team erzählt und dass es eben nicht um Strafe geht, sondern um gemeinsames Bearbeiten der Situation und das dann aber auch wirklich zu machen, im Team zu erzählen und dann letztlich die Konsequenzen, die folgen müssen, folgen zu lassen. Als nächstes würde ich sagen, dass es ganz wichtig ist, offen im Team über Gefühle zu sprechen, die bei einem selbst auftauchen. Also diese Personen können sehr leicht Gefühle auslösen, die wir sonst mit in Bezug auf Patienten nicht haben. Also Ärger, aber auch irgendwie Verzweiflung oder irgendwie sowas, ja, oder Hilflosigkeit. Und es ist immer wichtig, das dann im Team zu besprechen und zu gucken, was hat es mit der Person zu tun, was hat es mit einem selbst zu tun und was kann hilfreich sein, auch im Kontakt mit der Patientin oder der Person, im Umgang mit diesen Gefühlen. Hier geht es auch um Gefühle wie Zuneigung und Mitleid, um auch andere Gefühle mal zu benennen. Was man auch nicht machen muss, ist zum Beispiel aushalten, beschimpft zu werden. Ich hatte mal die Situation, dass eine Patientin mir gegenüber saß und die Arbeit auf der Station absolut entwertet hat. Die Therapeuten seien unfähig, das Personal sei scheiße, überhaupt sei alles total blöd. Und ich habe dann der Patientin gesagt, ich würde mir das jetzt nicht länger anhören. Und dann hat die gemeint, ich müsste das aushalten, weil ich wäre ja professionell und müsste das ertragen können. Und dann habe ich ihr gesagt, dass ich das nicht muss, weil das nicht konstruktiv ist. Und ich habe ihr angeboten, dass ich gerne mit ihr gucke, wo ihr Ärger herkommt. Und dass wir dann schauen können, was sich an der Situation verändern lässt. Dass es aber ihr nicht gut tut und mir nicht gut tut, wenn es hier nur darum geht, zu schimpfen und zu motzen. Und aber auch das ist etwas, was man erst lernen muss, sich das einzugestehen, dass man das nicht aushalten muss. Und was man vor allen Dingen nicht machen darf, ist dann mitschimpfen und sich sozusagen verbrüdern mit derjenigen, die da so schimpft.
Als letztes möchte ich noch sagen, dass die Therapie für alle Beteiligten sehr anstrengend ist und sehr viel Zeit und Geduld und Energie erfordert. Wenn währenddessen festgestellt wird, dass du mehr arbeitest als die Patientin, also zum Beispiel bringst du immer wieder neue Arbeitsblätter ins Gespräch oder findest immer noch mehr Achtsamkeitsübungen oder hast noch immer weitere Ideen, die für die Patientin gut sein könnten. Die Patientin aber beschäftigt sich nicht mehr damit und füllt ihre Arbeitsblätter gar nicht aus, dann ist es wichtig, innezuhalten und zu fragen, was stimmt denn nicht? Also ist die Patientin noch dabei oder hat sie vielleicht schon genug und muss erstmal das, was sie bisher kennengelernt hat, verarbeiten und integrieren? Ja, das wäre sozusagen mein allerletzter Tipp für den Umgang mit Menschen mit einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung. Ja, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und die spannenden und hilfreichen Einblicke in diese wertvolle Arbeit. Heute möchte ich mal nicht selbst das Schlusswort setzen, sondern überlasse gern dir das letzte Wort, Conny. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Möglichkeit, hier zu sprechen. Ich finde das nach wie vor ein sehr spannendes Thema und jetzt, wo ich mich auch noch mal damit auseinandergesetzt habe, merke ich, dass ich da schon sehr für brenne und freue mich, dass ich in der Klinik die Möglichkeit habe, so mit diesen Patienten zu arbeiten. Ja, vielleicht hören wir uns an anderer Stelle wieder. Vielen Dank und tschüss.